Mit einem Heimsieg und der untergehenden Wintersonne im Rücken sind die FCA-Profis in die Trainingswoche gestartet. Durch das Traumtor von Ruben Vargas und ein Doppelpack von André Hahn hat der FC Augsburg sein Punktekonto auf 10 Zähler nach oben geschraubt. Trotzdem bleibt man beim FCA auf dem Boden und sieht immer Raum für Verbesserung. Ja, vom Ergebnis her war es schon zufriedenstellend, aber ich glaube, dass wir Phasen in unserem Spiel drinnen hatten, wo wir das 1-0 leichtfertig aus der Hand geben. Ich glaube, wenn wir da Pech haben, gehen wir auch in Rückstand. Und dann haben wir das eigentlich, was wir nicht haben wollten, dass wir dann gegen Mainz hinterherlaufen müssen. Da müssen wir halt einfach dranbleiben und dann dreckig zu Ende spielen. Und ja, es hat geklappt. Wir sind als Sieger vom Platz gegangen und das zählt am Ende. Etwas Zählbares soll auch im nächsten Bundesligaspiel des FCA herausspringen. Am Samstag ist Hertha BSC in Augsburg zu Gast, die aktuell auf Rang 14 stehen. Für FCA-Trainer Heiko Herrlich bedeutet das aber nicht, dass seine Mannschaft aufgrund der Tabellenposition als Favorit in die Partie geht. Ja, damit würde man sich so einfach machen, wenn man jetzt die Tabelle nur anschaut. Ich denke, Hertha, das hat man gesehen, verfügt über einen Kader, der mit sehr viel Qualität bestückt ist. Ich denke, da kommt eine Mannschaft her, die unbedingt hier den nächsten Schritt machen will, wie es Bruno auch schon angekündigt hat. Das heißt für uns, sie wollen hier 3 Punkte mitnehmen. Und dagegen werden wir uns natürlich versuchen zu wehren. In Berlin ist man mit dem Saisonstart nicht zufrieden. Nur 4 Punkte aus 6 Spielen entspricht nicht den Vorstellungen, die man bei der Hertha vor dieser Spielzeit hatte. Trainer Bruno Labbadia hat seine Mannschaft unter der Woche auf ein richtungsweisendes Spiel gegen den FCA eingestellt. Ja, wir haben weiter an Automatismen gearbeitet, defensiv wie offensiv. Haben das Spiel mit dem Ball auch ein Stück verstärkt in den Vordergrund gestellt, weil es so ist, dass Augsburg dem Gegner schon noch das Spiel überlässt, hat den geringsten Ballbesitz in der Liga und trotzdem haben sie zu Recht auch die 10 Punkte geholt, weil sie einfach eine gewisse Qualität an den Tag legen, die der Ballbesitz nicht unbedingt, der da nicht unbedingt wichtig ist und deswegen lag da natürlich ein Schwerpunkt, aber natürlich auch das Spiel gegen den Ball, weil da sind sie halt gut, wenn sie Ballgewinne haben, Augsburg in ihrem Umschaltspiel. Für die Rot-Grün-Weißen soll am Samstag der 2. Heimsieg in Folge her. Gefragt ist dabei höchste Konzentration.